Herzlich willkommen zu Part 3 vom Pack Opening von Pokémon Sonne und Mond Nacht in Flammen. Der dritte Part, zwei Parts wurden bereits aufgenommen. Der Link ist in der Videobeschreibung zu beiden Parts. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch mit den nächsten Packs und schauen an, was uns da noch so erwartet. In den ersten Parts habt ihr, wenn noch nicht gesehen, einige Fails verpasst, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Im zweiten Part einige gute Pulls. Deshalb bin ich gespannt, an was wir jetzt hier im dritten Part noch ziehen werden. Wir beginnen mit einer Energie. Machen weiter mit Porygon 2, Grillcheater, Safcon, Zapladin, Zwirlicht, Iskala, Velursi. Dann haben wir einen Krabox, Psyaugon als Reverse und Rare. Sehr schön. Und unsere Rare ist ein Scaraborn. Wir werden hier ein Pack noch zur Seite legen. Das wird nämlich ein Instagram-Special. Das werde ich auf Instagram öffnen. Und somit werden dann die 50 Packs auch vollendet sein. Mein Instagram-Account ist auch in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr vorbeischauen möchtet, da werdet ihr nichts verpassen. So, Feuerenergie, Soda Cheetah, Electek, Tracy, Hoothoot, Alola Vulpix, Trassler, Alola Slimer, Sneeble. Dann haben wir ein Gifloor in Reverse und unsere Rare ist ein Krawill. Bei diesen Karten hier, diese Finsterniskarten, das sieht man hier ganz gut, die sind irgendwie nicht so gut verarbeitet. Hier ist ein bisschen so, ja, unscharf, möchte man sagen. Das liegt nicht an der Kamera, das liegt einfach an der Karte. Das ist mir jetzt schon bei einigen Karten aufgefallen, dass die einfach etwas unscharf sind. Finde ich nicht so schön. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das nur an dem Set liegt oder ob das allgemein ein Problem ist. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da mehr wisst als ich. So, nächstes Pack startet mit einer Energie. Soda Cheetah, Bisofunk, Zapplalek, Meryl, Hoothoot, Rihorn, Trassler, Tangela, Grill Cheetah als Reverse und unsere Rare ist ein Knirrfisch. Direkt über zum nächsten Pack. So, wir haben hier eine Bodenenergie, Bodybuilding-Hanteln, Seemon, Duflor, Alola Radfratz, Sodamak, Raupi, Porygon, Karadonis. Die Reverse ist ein Lamelux in Rare und die Rare ist ein Lashoking. Lashoking hat man bis jetzt auch noch nicht gezogen gehabt. Ist jetzt also die erste. So, hier bekommt ihr wieder den Code. Viel Spaß damit, wer ihn bekommt. So, eine Bodenenergie. Glutexo, Porygon 2, Grillcheetah, Porygon, Sodamak, Vegimak, Psyau, Karadonis, Reverse ist ein Trassler und die Rare ein Costoso. Das ist, glaube ich, auch die Rare, die wir bis jetzt am meisten gezogen haben. So. Hier erwartet uns wieder eine Bodenenergie. Electek, Tracy, Safcon, Araqua, Iskala, Trassler, Krabox, Sneeble, Bobungus als Reverse und die Rare ein Snubbillycat. Das nimmt jetzt hier wieder Gestalten vom ersten Part an.
Bis jetzt keine Holo, keine GX, keine Rainbow bis jetzt. Sehr schade. So. Eine Grasenergie. Bodybuilding Hunting. Chris. Electek. Sankabu. Huthut. Tangela. Araqua. Iskala. Duflo als Reverse. Und die Rare. Wieder ein Knirrfisch. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, von was für einem Set ihr als nächstes ein Opening sehen wollt. Ich werde mal schauen, was sich da einrichten lässt. So Base-Set wäre jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, weil da habe ich keins hier gerade zur Hand. Und es geht ganz schön ins Geld, von daher wollt ihr die neuen Sets sehen, ein bisschen mehr von den alten. Was gefällt euch da? Wir starten mit einer Feuerenergie, Chris, Grillcheater, Rollum, Alola Vulpix, Trassler, Alola Slimer, Sneeble, Glumanda, die Reverse ist ein Araqua und die Rare ein Scaraborn. So. Energie, Schwächenschutz, Puh, Rotom Pokédex, Velursi, Krabox, Bubungus, Sankabu, Toxipet, Reverse Pikachu, sehr schön, und die Rare, ein Zapplern. In nicht Rare leider. So, die Ausbeute war ja bis jetzt noch schlechter als die bei Part 1. Das kann man jetzt auch nicht auf sich sitzen lassen. Hier ist schon wieder so komisch. Seht ihr das hier? So unscharf. Ich verstehe es nicht. Ich hab da erstmal den Code. Ah, den kann man hier hinschmeißen. So, eine Feuerenergie. Duflo, Fluchtseil. Haben wir auch noch nicht gehabt. Glaube ich. Sonfill, Alola Slimer, Riolu, Wommel, Araqua, Togedemaru, noch eine Reverse Pikachu und die Rare Alola Radikal. Oh man, was eine Ausbeute bis jetzt. Was soll man dazu sagen? So, eine Feuerenergie. Soda Cheetah, Fran, Sonfel, Grillmack, Carpador, Pampuli, Alola Radfratz, Sodamack, Sneeble als Reverse und die Rare ein Krawell. Nicht in Holo. Wieder schade. Wie viele Packs haben wir jetzt schon geöffnet, ohne dass was Richtiges rauskam? Was ist das für eine Part? Was ist das für eine Part? So, hier nochmal der Code. Viel Spaß. So, Energie. Soda Cheetah, Fran, Sonfel, Zwierlicht, Psiao, Bubungus, Glumanda. Porygon, Zwirklopp als Reverse, haben wir auch noch nicht gehabt. Und die Rare, ein Evolutech. Evolutech, natürlich, sorry. Wieder nicht in Rare. Ah, komm, eine Rainbow noch, eine Rainbow muss drin sein. So. Wir beginnen dieses Set mit, oder diesen Booster mit einer Blitzenergie. Ein Noctu, Mount Lanakila, Grillcheater, Porygon, Sodamak, Vegimak, Psiao, ein Karadonis,
die Reverse ist ein Alola Vulpix und die Rare ein Glurak GX. Yes, das war mein Ziel, so eine zu bekommen. Sehr schön, sehr schön. Kein einziger, nichts kaputt, alles schön. Glurak GX, jawohl. Wunderschön. Ah, da hat sich der Part doch auf jeden Fall noch gelohnt. Mit einem Glurak GX kann ich mir echt zufrieden geben. So, immerhin eine schöne Sache gezogen. Das freut mich. Glurak GX, echt eine schöne Karte. So, wir starten mit einer Wasserenergie, Rollum, Vegeta, Schwächenschutz, Glumanda, Porygon, Meryl, Hoothoot, Rihorn, Reverse Zapplalek und die Rare ist ein Zapplarang. Direkt die Weiterentwicklung. So. Zwei Booster haben wir noch. Welche nehmen wir? Ich glaube, die Ho-Oh lassen wir für Instagram übrig. Und starten jetzt hier mit den letzten beiden Boostern. Wir haben eine Grasenergie. Wohin genau? Ein Glutexo, wollte sich verstecken, hat nicht geschafft. Seemon, Krabox, Sneeble, Toxipet, Sepa, Wommel, Tracy als Reverse und die Rare ist ein Tortunator. So, der letzte Booster. Spannung steigt. Blitzenergie. Fleißiges Staffelholz. Lola. Duflor. Alola Radfratz. Weißlaus. Togedemaru. Karadonis. Pampuli. Reverse Mount Lanakila. Und die Rare ist ein Snibuna in Nicht-Holo. So, damit werden die Booster geöffnet. Unser wirklich einzig guter Pull. Das Glurak GX. Der einzigste gute Pull, den wir wirklich gezogen haben. Das ist unfassbar. Aber dann wirklich ein Mega-Pull. So. Das war's also von diesem Pack-Opening. Ich hoffe, insgesamt hat es euch gefallen. Von Part 1 bis Part 3 gab es auf jeden Fall eine Steigerung. Hoffe ich zumindest. Lasst mir einen Kommentar da, wie ihr es fandet, wo Verbesserungen noch da sind. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut.